Ja, hallo zu einem neuen Inkscape Screencast. Dieses Mal kann man nichts im Hintergrund erkennen, was ich mit euch vorhabe. Was ich vorhabe, ist hier ganz einfach mal ein SVG dynamisch zu ändern. Das ist ja einer der Vorteile, die uns SVG bietet. SVG basiert auf XML und XML kann man mit jedem x-beliebigen Editor bearbeiten und verändern. Das kann man natürlich auch mit Skripten tun. Da Skripte nicht jedermanns Sache sind, haben sich hier schon einige Leute Gedanken gemacht und einige Erweiterungen für Inkscape geschrieben. Mir sind da zwei bekannt. Das ist einmal der Batch-Renderer und das zweite wäre der Generator. Wobei ich beim Batch-Renderer einfach mal sagen muss, der scheint derzeit verschwunden. Batches kann man allerdings auch mit dem Generator-Skript generieren. Und das ist, was ich heute machen will. Ich will einfach mal Batches erzeugen. In dem Artikel zu diesem Screencast findet ihr natürlich einen Link zum entsprechenden Projekt, wo ihr die Erweiterung herunterladen könnt, dann einfach ins Extensions-Verzeichnis von Inkscape entpacken und nach dem nächsten Neustart steht uns unter Erweiterungen, Sonstiges, Generator die Funktion zur Verfügung. Ich habe mir hier schon mal, sage ich mal, eine Batchgröße angelegt. Was brauchen wir außer dem Skript noch? Und zwar eine Datei, die unsere entsprechenden Daten enthält. Der Generator verwendet hier einfach eine kommaseparierte Datei. Ich habe die hier in LibreOffice mal offen. Und meine Datei enthält simpel vier Datensätze mit vier Spalten. Einmal die Spalte Name, einmal die Spalte Farbe, einmal die Spalte Nick und einmal die Spalte Rolle. Welche Rolle, Spalte spielt, sehen wir im Verlauf des Screencasts. Dann, wie ich schon erwähnt hatte, will ich Batches erzeugen. Und zwar möchte ich auf meinen Batches natürlich den Namen haben und den Nick. Und das funktioniert folgendermaßen. Wir setzen uns hier mit dem Textwerkzeug einen entsprechenden Platzhalter. Das beginnt immer Prozent %var underscore und dann kommt hier der entsprechende Spaltenname. Das ist bei mir für den Namen wirklich Name. Das möchte ich gerne fett. Und dann hatte ich gesagt, ich möchte noch den Nick drauf haben. Das wäre dann var underscore und die Reihe heißt bei mir auch Nick. Das mache ich mal ein kleines bisschen kleiner. 36. Schließen. Setze das mal ein bisschen höher. Ups. Und richtet das hier aus, nicht auf Seite, sondern auf Auswahl, gemeinsam anfangen. Okay, jetzt sollte das schon funktionieren. Ich rufe also die Erweiterung Generator auf. Mal noch was zu dieser Oberfläche, die ist natürlich teilweise noch in Englisch, weil es hier einfach für keinen Sprachfeil gibt. Dann haben wir hier oben, können wir den Wert entweder den Spaltenname oder die Spaltenposition selektieren. Dann hier haben wir ein Feld für Extrawerte. Hier geben wir das entsprechende, die Datei mit den entsprechenden Daten an. Finde ich nicht so toll, muss man wirklich den kompletten Pfad hier eintippen. Dann hier das entsprechende Exportformat, falls sich beim Exportformat um Rastergrafiken handelt, natürlich die Auflösung und hier das Output Pattern, also das Verzeichnis und unter welchem Namensystem die Dateien abgelegt werden sollen. Das Ganze hat noch ein paar Fallstricke hier und zwar ein Fallstrick ist hier dieses Exportformat. Das ist beim ersten Aufruf dieses Generators leer und falls ihr vergesst, das einfach auf eins der vorhandenen Formate zu setzen hier, crasht ganz simpel Inkscape, also der Autor hat das nicht abgefangen, dass das dann in
ein Standardwert exportiert wird oder so, nicht so toll. Der zweite Fallstrick ist hier unten, ist im Default oder im Standard Prozent war underscore 1. Falls also in eurem Datenfile keine Spalte 1 existiert mit entsprechenden Werten, wird es nachher nur eine Datei geben, die heißt dann auch Prozent war underscore 1 und die enthält ganz logischerweise nur den letzten Datensatz, weil diese Datei immer wieder überschrieben wurde. Also hier einfach darauf achten. Ich wende das Ganze mal an und dann sollten in meinem Exportverzeichnis 4 Dateien liegen. Ja, wir sehen es, es liegen 4 Dateien, die Evelyn, der Klaus, der Peter und der Sirko. Wir schauen uns mal 2 an. Einmal die Evelyn. Die Evelyn hat den Nick Fubar. Und einmal mich persönlich. Ich habe den Nick Nuki. Wir gucken schnell in unserer Datendatei. Und wir sehen bei mir Nick Nuki und die Evelyn hat Fubar. Passt also, hat funktioniert. Das ist nicht alles, was unser Generator kann. Wir können gerne auch hier entsprechende Farben ersetzen. Ich mal mir mal hier so ein Rechteck. Das sollte die gleiche Höhe haben wie unser Badge hier an der Stelle. Und die Breite 85, wir haben zu breit. Nur 60. Ups, nicht 960, 60. So, dann richten wir das mal schnell noch aus. Diesmal stellen wir wirklich auf Seite. Und zwar mittig und an Rand. Und zwar möchte ich auf diese Art und Weise die Orga kennzeichnen. Schreibe ich auch noch Orga. Dann möchte ich das Fett haben und von oben nach unten geschrieben haben. Anwenden. Auch das richte ich mal noch auf die Mitte aus und bringe das mal hier rüber. Und zwar möchte ich, dass bei der Orga so hier ein roter Balken ist und die Orga dann zu lesen. Und bei allen anderen soll Orga nicht zu lesen sein und hier kein farbiger Balken sein. Das heißt einfach, ich ersetze das gegen weiß und weiß auf weiß ist nicht lesbar. Müsste also funktionieren. Wie geht das Ganze? Ich rufe einfach die Erweiterung Generator wieder auf. Und dann haben wir hier oben das Feld Extrawerte, die replaced werden sollen. Und ich möchte hier den Farbwert dieses Orange ersetzen. Das dürfte FF6600 sein. Wir kontrollieren es mal lieber noch. Ja, FF6600 ist es. Stimmt also. Wir geben also hier Raute FF6600 an. Das ist der Farbwert, den wir ersetzen wollen. Dann folgt so ein Pointer. Kennen vielleicht einige aus einer Programmiersprache. Und dann zeigt dieser Pointer einfach auf die Spalte, die die Werte enthält, mit denen dieser Wert ersetzt werden soll. Das ist bei mir die Spalte Color. Wir wenden das Ganze an. Schließen mal die Oberfläche, schauen in unsere Datendatei und sehen hier in der Spalte Color, dass wir hier oben F6 mal F ist der Wert für Weiß, also bei Sirko, Klaus und Peter sollte nichts zu sehen sein und bei der Evelyn, das hier ist ein dunkles Rot, also die Evelyn gehört zur Orga. Schauen wir mal nach. Ja, wir sehen schon in der Voransicht, bei der Evelyn ist das Ganze durch Rot ersetzt und das Orga ist lesbar. Und bei allen anderen nehmen wir mal den Peter, ist das Weiß auf Weiß, also nichts zu sehen, hat funktioniert. Noch ein letztes Beispiel. Man kann auch komplette Dateien oder andere Werte ändern. Ich möchte hier im Batch die Rolle, die derjenige spielt, auch gern gekennzeichnet haben. Und dafür habe ich mir so eine kleine Bilddatei gemacht. Dazu mal zu sagen, mit SVG in SVG ändern, also das funktioniert nicht so ganz so einfach, also dass man bloß so einen Wert angeben müsste, das wäre wesentlich umständlicher und komplizierter.
Deswegen nehme ich hier einfach mal ein PNG. Falls man natürlich mit Vektorgrafiken weiterarbeiten will, wäre hier eine ganz einfache Lösung. Man erstellt diese Datei als Vektorgrafik, exportiert es nach PDF und importiert es hier als PDF. Das heißt, es bleibt weiterhin Vektoren. Das wäre eine Lösung. Und dann, man kann natürlich Kreis gegen Viereck ersetzen, das funktioniert auch, aber derartig kompliziertere Dinge muss man dann schon den Umweg gehen oder sollte man. Es ist wesentlich einfacher. Wie funktioniert das Ganze? Ich rufe die Erweiterung wieder auf. Wenn ich hier oben mehrere Werte ersetzen will, muss ich das Ganze mit einem Pipe-Zeichen verbinden. Und dann möchte ich hier ersetzt haben diese Datei, die heißt pack.png, Pointer wieder, und dann hier ist es bei mir die Spalte Role, also Role. Ich wende das Ganze schon mal an und wir schauen mal schnell in unser Datenfile. Wir sehen hier, pack ist bei Klaus, Peter und Evelyn, bleibt also erhalten, beziehungsweise wird wieder ersetzt durch die gleiche Datei. Und nur bei mir sollte ein anderes Bild zu sehen sein. Wir schauen in unser File, wir schauen uns mal die Evelyn an. Ja, die Evelyn hat immer noch hier diesen kleinen Mann mit dem Schraubenzieher. Auch der Klaus. Und bei mir sollte ein kleiner Mann mit einem Pinsel sein. Jawohl, ein kleiner Mann mit einem Pinsel. Hat also funktioniert. Zu dem Ganzen hier zum Ersetzen noch zu sagen, die Dateien sollten natürlich in dem entsprechenden Verzeichnis liegen, wo auch die Originaldatei ist, sonst müsst ihr oben halt wirklich den kompletten Pfad angeben. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und hier setzt einem eigentlich wie bei Inkscape immer nur die Fantasie die Grenzen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Badges generieren oder Weihnachtskarten oder Einladungen oder wie auch immer. In Zukunft könnt ihr also grafische Serienbriefe schreiben. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.